So, jetzt auf jeden Fall jetzt Urfeuer, den Palast des Duks, dass wir da daran teilnehmen können und endlich den bleiernen Schlüssel als das entlarven können, was er ist. Und es nervt mich immer noch, dass ich keinen Ausschaltknopf an diesen blöden Photonkanonen gefunden habe. Ich meine, hey, das Riesenteil in der Trutzbucht konnte ich ausschalten, aber nicht die beiden anderen kleinen, die eigentlich die schlimmeren sind. Naja gut, Zombie-Apokalypse ist genauso schlimm. Aber das war nur auf kurze Dauer, nur in einem kleinen Gebiet, nämlich im Erbhügel. Nebenbei. Ja, Erbhügel sieht auch wirklich ein bisschen friedhofsmäßig aus hier. Urfeuer sieht da schon mal ein bisschen besser aus. Hier der Duckpalast. Valianische Botschaft. Burg Schmelztiegel. So. Ab in den Palast, ab zur Anhörung. Und dann machen wir dann mal ein bisschen Rabatz. So, wir kommen im Namen der Dutzen. Jetzt, da ich formell zu den Anhörungen eingeladen wurde, Mist. Suchst du noch Neuigkeiten? Nein. Einige Waffenarten, wie zum Beispiel Panzerbrecher, Streitkolben und Stilett. Okay, das heißt, ich muss hier wieder raus. Ich muss erst nach Farnheim, nicht nach Farnheim, doch nach Farnheim. Lady Web Bescheid sagen, dass ich auf die Anhörung darf. So, 15 Minuten. Ich fand das eine kleine Gebiet da an der Küste ganz niedlich. Hatte wirklich nur den Sinsaganis Freund da zu finden, den sie sucht, ihren Stammesältesten. Und ansonsten war in dem Gebiet wirklich nichts. Wobei es könnte sein, dass ich da später noch einen Kopfgeldauftrag finden werde. Das ist übrigens auch etwas, bevor ich zu den Zwillingsulmen gehe, schließe ich die Kopfgeldjägeraufträge auf jeden Fall ab. Dafür müsste ich ja mittlerweile stark genug sein mit meiner Gruppe. Nehme ich auch gerne Sagani wieder mit. Und dann geht es erst in Richtung Zwillingsulmen. Und ja, ich hab's nicht so damit, durch irgendwie durch die Main Story durchzurasen. Ich lasse mir da immer Zeit. Ich will nämlich so viel wie möglich von dem Spiel sehen. Das mag ich nämlich an Rollenspielen eigentlich. Dumm die dumm. So, Dunrit-Agenten. How fares your search? Wie kommt deine Suche voran? Wenn ich etwas für dich tue, dann ist es mehr Zeit, dass du mir alles über Taos sagst. Ja. I've told you everything you need to know. Ich habe dir alles gesagt, was du wissen musstest. Aber was... Ich habe dir alles gesagt, was du wissen musst. Aber nicht It's alles. Only
right that you know everything. When I was younger, before Dunreed Road, I had many suitors. These were fine-looking men of good stock. But I could see their thoughts, and they were unimpressive. Boys' thoughts. I toyed with their affections. I resented all of them. Lady Webb blickt gedankenverloren auf ihre Hände hinab. Sie schüttelt den Kopf. Du sollst alles wissen, es ist nur recht. Ein keuchendes Seufzen müht sich, ihrer Kehle zu entkommen. Als ich jünger war, vor der Dunrödstraße, hatte ich viele Verehrer. Gut aussehende Männer von guter Herkunft. Aber ich konnte ihre Gedanken sehen und sie waren unbeeindruckend. Die Gedanken von Knaben. Ich spielte mit ihren Gefühlen. Ich verabscheute sie alle. And then I met a man whose mind was a mystery to me. But he understood me. He knew me at a glance. Told me things I didn't know about myself. He was neither handsome nor charming. He was all I ever wanted. Und dann begegnete ich einem Mann, dessen Verstand mir ein Rätsel war. Aber er verstand mich. Er kannte mich nach dem ersten Blick, sagte mir Dinge über mich, die ich selbst nicht wusste. Er war weder gut aussehend noch charmant, aber er war alles, was ich je gewollt hatte. Du sprichst von Taos. He would ask me about people, and I would tell him what they were thinking. Sometimes the information was very sensitive. And then one day he asked me if I trusted him. I said I did. Next I knew I was donning a silver mask and swearing oaths to Woodica. Using my gift for the leaden key still felt like a game to me, so I did it. I did it because it pleased him. Wir machten meine Gabe zu einem Spiel. Er fragte mich nach Leuten, ich sagte ihm, was sie dachten. Manchmal waren das äußerst heikle Dinge. Der hat dich also ausgenutzt zum Spionieren. Mhm. Dann eines Tages fragte er mich, ob ich ihm vertraute. Ich bejahte und plötzlich trug ich eine silberne Maske und schwor Woodica die Treue. Du bist jetzt gerade wirklich offen, ey. Meine Gabe für den bleiernen Schlüssel einzusetzen fühlte sich weiterhin wie ein Spiel an, also tat ich es. Ich tat es, weil er es so wollte. Der hat dich wirklich total ausgenutzt in der Hand gehabt, hä? Aber es hielt nicht. I don't like living in the dark. It's a powerless, hopeless feeling. Every day I did things without knowing their purpose. Every day I loved a man without knowing his thoughts of me. I sensed that there were things he wanted to tell me. I sensed that he knew everything the leaden key was created to hide. But Theos was unyielding. Ich lebe nicht gern im Dunkeln. Tust du das jetzt nicht auch schon wieder? Es ist ein ohnmächtiges, hoffnungsloses Gefühl. Jeden Tag tat ich Dinge, ohne den Sinn zu kennen. Jeden Tag liebte ich einen Mann, ohne seine Gedanken über mich zu kennen. Tut das nicht normalerweise viele? Ich spürte, dass es Dinge gab, die er mir sagen wollte. Ich spürte, dass er alles wusste, was zu verbergen die einzige Aufgabe des brennenden Schlüssels war. Aber Taos war unnachgiebig. One day I disappeared without a word. He would kill me for it, and I knew that. It's their rule. I just wanted to see him plunge the knife, because then I would know. But the day never came. He has left me to wander. Eines Tages verschwand ich ohne ein Wort. Er würde mich dafür töten und das wusste ich. Es ist ihre Regel. Ich wollte nur sehen, wie er das Messer in mich rammt, denn dann würde ich es wissen. Aber der Tag kam nie und so frage ich mich noch immer. I have devoted my years to learning everything I could about him, in hopes I would find some clue as to who he really was. And why he felt he had to keep his secrets locked away. I have precious little to show for it. Just an old woman nagged by old thoughts. Sie reibt an einem Flecken auf ihrer linken Handfläche. Ich habe mein Leben damit zugebracht, so viel wie nur möglich über ihn zu erfahren. In der Hoffnung, ich könnte einen Hinweis darauf finden, wer er wirklich war und warum er glaubte, er müsse seine Geheimnisse unter Verschluss halten.
Trotz aller meiner Bemühungen habe ich kaum etwas vorzuweisen. Ich bin nur eine alte Frau, die von alten Gedanken geplagt wird. And that is truly everything I can tell you about Theos. I hope you will accept this embarrassing story as a show of my good faith. Sie blickt wieder zu dir auf. Und das ist wirklich alles, was ich dir über Taos sagen kann. Ich hoffe, dass du diese beschämende Geschichte als Zeichen meines guten Willens annimmst. Ah ja, so einigermaßen. Also, reden wir über die Beseelungsanhörung. Die Dutzenden haben mich in ihre Delegation aufgenommen. Was ist mit ihnen? Ja, genau. Of all the groups, it is the dozens that the Duke fears most. If you have their ear, you will most certainly have Avar's. Von allen Gruppen fürchtet der Duke die Dutzenden am meisten. Wenn sie auf deine Meinung hören, wird das auch Eva tun. Also ist es gut, dass Hagrim die Dukes die Dutzenden gewählt hat. Get to the palace. Make your case to the Duke. With him on our side, all of Deerwood can be mobilized against the Leaden Key, and Theos can be rooted out. I only wish I could be there to see it. There is a very old bottle of a very good brandy that I have been saving for a special day. If you hurry back afterward, there may be a little left for you. Off with you. You're going to do very well in there. Du darfst hier keine Zeit mehr vergeuden. Eil zum Palast, trage dem Duke deine Argumente vor. Mit ihm auf seiner Seite können wir den ganzen Dürrwald gegen den blanden Schlüssel mobilisieren und Taos vernichten. Ich wünschte nur, ich könnte es miterleben. Ich habe eine sehr alte Flasche sehr guten Brandy, den ich für einen besonderen Tag aufhebe. Wenn du dich beeilst, ist vielleicht noch ein Schluck für dich übrig, wenn du zurückkommst. Nun geh. Sie lächelt schwach. Du wirst dich dort sehr gut schlagen. What of them? Okay. Also endlich ab in den Palast. Wird auch langsam Zeit. Nachdem wir uns hier genug Freunde und Feinde gemacht haben. Naja, die Schmelztiegelritter und die Dutzende stehen uns jetzt eigentlich einigermaßen wohlgesonnen gegenüber. Die Dutzenden, ich spreche für die Dutzenden, aber ich denke mal, dass die Schmelztiegelritter mir auch zuhören werden. Ich hoffe es jedenfalls. Die einzigen, die wirklich stunken, von denen ich befürchte, dass sie stunk machen können, sind die Dominals. Aber hey, die habe ich ja eh schon von Anfang an, seitdem ich hier bin, total vergrault. Urfeuer, 15 Minuten. Das heißt, es geht jetzt ab in die Besprechung mit dem Duke. Ich hoffe mal, dass mich jetzt nicht wieder irgendjemand aufhalten will. So, einmal vorbei an der Schmelztiegelburg. Und hier hoch zum Duckpalast. Für was auch immer der kaputte Turm hier gut sein soll. Naja. Hallo Duckpalast, hier kommen wir. Ja, jetzt wird's aufregend. So, können wir mit dir sprechen? Nein, auf Wiedersehen. Da habe ich mich jetzt verklickt. Hagrim ist vor dem Platz für Sie auf der Galerie reserviert. Gehen Sie ins Obergeschoss. Okay. Wir kriegen aber einen Platz auf der Galerie sogar. Hagrim, Venan hat uns von Ihrer Teilnahme unterrichtet. Die Galerie steht Ihnen nun offen. Okay. Duke Eva Wolfsgrinsen. Der Raum darunter wird von einer lebhaften und aufgeheizten Debatte belebt. Alle Vertretergruppen sind deutlich in der Menge zu unterscheiden.
Spitztiegelritter, steif in ihrer polternden Rüstung, sitzen in einer Ecke. In der anderen Ecke befinden sich gut gekleidete Mitglieder des Hauses Domenel, zwangslos mit dem interessierten Blick eines Raubtieres. In einer weiteren Ecke sitzen die maroden Dutzenden, die sich keine besonderen Umstände gemacht haben, sich für ihren Lehnsherrn in Schale zu werfen. Dazwischen verteilt befinden sich Beseeler in ihren Akademieroben mit entweder sauchem oder besorgtem Gesichtsausdruck. Well then, answer me this, Master Barash. If you Animancers represent our best hope to cure the legacy, what progress can you demonstrate?